Halina Hutchins Familie befindet sich nach ihrem tragischen Tod durch eine Requisitenwaffe am Filmset in tiefer Trauer. Vor allem ihr 9-jähriger Sohn leidet unter dem Verlust, es sind traurige Details, die jetzt über die Tage nach Halina Hutchins Tod bekannt werden. Am vergangenen Donnerstag, 21. Oktober 2021, starb die Kamerafrau an ihren Schussverletzungen durch eine von Alec Baldwin, 63, ausgelöste Requisitenwaffe während der Dreharbeiten zu dem Westernfilm Rust in Santa Fe, New Mexico. Sowohl Baldwin als auch Halinas Ehemann Matthew Hutchins meldeten sich bereits in den sozialen Netzwerken zu Wort. Halina Hutchins Vater gibt Interview nach Tod seiner Tochter. Nun spricht auch Halinas Vater Anatoly Androsowitsch, der in Halinas Geburtsland, der Ukraine, lebt. Gegenüber The Sun gibt er erschütternde Details über seinen 9-jährigen Enkel Andros preis. Andros stand seiner Mutter unglaublich nah und verstummte, als ihm mitgeteilt wurde, dass sie tot ist. Matt war wirklich besorgt, weil der Junge sich in sich zurückgezogen hat und 2 Tage lang kein Wort sagen konnte. Sein Vater hat es jetzt geschafft, ihm ein paar Worte zu entlocken, aber die Auswirkung war verheerend. Schwester Svetlana darf nicht in die USA einreisen. Nun wollen Halinas Mutter und ihre Schwester, die in Indonesien lebt, in die USA reisen, um für Matthew und den kleinen Andros da zu sein. Ihr Vater könne wegen gesundheitlicher Probleme leider nicht mitreisen. Andros ist so ein kluges und schönes Kind, Halina hat ihn verehrt und er wird sie so sehr vermissen. Wir müssen bei ihm sein, um ihn zu unterstützen, sagt Halinas Schwester Svetlana. Doch leider erweist sich die Reise in die USA als sehr schwierig. Der Visumantrag meiner Mutter wurde bewilligt, aber meiner wurde abgelehnt, erzählt sie enttäuscht. Hoffentlich kann sie doch noch einreisen, um vor allem ihrem Neffen ein wenig Trost spenden zu können.